ein Stonebricks-Liebhaber. Alles baue ich aus Stonebricks oder fast alles. Okay, das ist ja nur die äußerste Wand. Und jetzt, habe ich keine Ahnung. Nee, ich weiß jetzt wie. Und zwar, wobei, das sieht dann von unten eher komisch aus, würde ich sagen. Oder wenn man das aus anderem, wenn man das aus anderem Holz bauen würde, wie würde das denn aussehen? Also wenn man jetzt quasi ein anderes Holz nimmt, so quasi so Fichtenholz. Ja. Das würde aber auch ein bisschen. Ich weiß nicht, soll ich so machen? Dann müssen wir aber wieder in den Schneebiom gehen. Es wird aber gerade Nacht, okay. Und die Wolken. Na gut, die Wolken blockieren meine Sicht. Tun wir noch ein paar Schafe ernten. Ne, ihr. Ja. So, gebt mir eure Wolle. Fuck, es wird Nacht. Nein. Geht, lass mich durch. Nein, du bückst nicht aus. Nein, bleib drin, du. So. Niemand büchst ohne meine Erlaubnis. Aus. Diese verdammten Schafe. Ich habe Albträume. Ich habe geträumt, dass ein Schaf ausgebüxt ist. Aus meinem Hochsicherheitsgefängnis. Das hier ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Na, komm her. Hallo, siehst du mich? Hallo? Hallo, ich habe hier Fressen für dich. Na, komm rein. Na, los, jump. So, und jetzt bleibt ihr hier. Nicht wieder ausbüchsen. Sonst bin ich wütend, ja? Okay. Ja, komm, gehen wir einfach mal in den Schneebiom und sammeln auch hier ein bisschen Holz. So, und wenn ich diesen Bereich habe, dann beende ich auch langsam die Aufnahme-Session, sag ich mal. Session. Ah, hier ist unsere. Nennt man unsere unsere Seerosen Dings Allee oder nennt man Allee, nennt man sowas Allee, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich nenne es einfach mal Allee. Verdammt. Jump, jump. Du willst mich übers Glatteis führen. Ja gut, diesen Witz habe ich schon tausendmal gesagt. Nimm mal ein paar Schneebälle mit, wollen wir ein paar Schneebälle mitnehmen? Na komm, mach mal die Eisenschaufel kaputt. Eisenschaufel kaputt. Idiotenhunde. Ja gut, ja, ich glaube, die Schneebälle müssten reichen. Na, einen noch, okay. Jetzt haben wir 16. Ein Stack voll. Hier noch ein paar Leaves, wenn wir schon dabei sind. Machen wir ein bisschen unser Inventar voll. Und Moment, fressen. Frühstück. Fleisch zum Frühstück, schmeckt immer gut. Und hier liegt auch noch ein Schneeball, na gut. Hallo, ist da jemand? Na, das ist unsere Cobblestone-Farm. Die wir eigentlich, glaube ich, nicht mehr brauchen werden. Ja, mit dem noch mit ist zwar kein Tundra-Baum, aber ist ja auch egal. Hier ein bisschen Freiraum. So, wir sind bei unserer Spinnfalle in der Nähe. Wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich schauen, ob wir hier noch was finden, was wir brauchen für unser Haus. Hier haben wir unsere Obsidian gefarmt. Ah. Und die Drohne kann man auch langsam verschieben. Die Drohne mal mit Inventar voll. Schade. Ein Bemosterstein. Cool. Laub. Die Mottenspitzhacke. Den Zaun werden wir brauchen. Die Schneebälle lasse ich da. Die haben wir nur aus Gag gesammelt. Die Spinnenaugen. Ja.
Komm, die da, die brauchen wir nicht. Schilder, Schilder, die sind von unserem Lager. Glas. Nimm mit. Glasscheibe mitnehmen. Wobei. Yay! Na, wer springt höher? Du oder ich, Spinne? Okay. Na gut, wenn wir schon hier sind, kann ich eigentlich hier mal dieses Glas hier hinbauen, was ich schon ewig lang machen wollte. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass keine Spinne sich da durchschmuggelt. Tja, du kommst hier nicht rein. Ey, du kommst hier nicht rein. So, ich mach's jetzt so, abbauen, blocken. Auf diese Weise kann nichts passieren. Geht doch nicht Selbstmord, ihr Emos. Warte, ich helfe euch. Hey, alles Critical Hits. Na gut, die Waffe ist ja auch verzaubert. Die macht mehr Schaden. Ich glaube, so viel wie ein Diamantenschwert. Und da kommt die Experience zu uns geströmt. Aua! Don't hurt me, Spinnental! Hier ist Kohle, können wir mitnehmen, falls wir Kohle brauchen. So, dann hier Glas hin. Ich habe bloß Schiss, wenn ich das hier jetzt abbaue, dann kommen die Spinnen durchgeströmt. Machen uns das Leben zur Hölle, obwohl wir gar nicht in der Hölle sind. Nein, ach, das wollte ich nicht schnell zumachen. Nein! Kackspinne. Aus lauter Panik habe ich hier jetzt einen Block platziert. Boah, das war hier ein Spinnen-Body-Slam, sag ich mal. Like Pokémon. Das hat's bestimmt von dem Relaxo gelernt. So. Wobei, das sieht eher scheiße aus, wenn hier... Ich glaube, da mache ich erstmal Pflasterstein hin und baue diesen Glasblock wieder weg. Du kommst weg. Glasblock hin. Dann kommt hier Pflasterstein hin. Gut, und jetzt muss man schnell sein. Also ich schlag mal vor, wir killen erst die Spinnen. Lasst mich euch killen. Ich mach dich platt, ihr scheiß Spinnen. Ich mach euch platt. Gib mir eure Experience. So, okay. Jetzt hätten wir es. Jetzt sehen wir die Spinnen, und zwar alle, außer hier. Hier machen wir es auch noch weg. Hier ist Kisses einfach mal, da kommt halt eine Spinne durch, ist ja auch egal. Aha, du warst zu langsam. Alter, du hast deine Belohnung verdient, ich helfe dir, warte. Komm her. Spinne. Ah, Spinnenhinterhalt, daraus wird nichts, ich sehe jetzt was. Dank diesem Glas. Und wie spät ist es jetzt? Boah, ich dachte schon, es wäre Nacht. Scheiße, es ist Nacht. Fail. Okay. Hey! Oder? Ist es Nacht? Es wird... schau mal schnell. Es ist Tag. Okay, ich dachte, es wäre Nacht. Es ist Mittag, genau gesagt. Gehen wir zurück. Hey, hier liegt ein Apfel. Der muss jetzt aber ganz schön vergammelt sein. Den haben jetzt sich bestimmt ein paar Würmer gekrallt. Wie viel Glas haben wir? Wie viel? 5, das ist ein bisschen wenig, sag ich mal. Wir brauchen mehr. Und mehr. Immer mehr Holz. So, hier ein bisschen Holz. Ach, verdammt, naja, egal. Komm, ich baue mich jetzt wieder nicht mehr in die Höhe, um das abzubauen. Das ist einfach nur Verschwendung. So, wie haben wir jetzt? Wir haben 17. Reicht immer noch nicht. Ich sammle mal 25, dann bin ich zufrieden. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Und da komme ich nicht weiter hin. Naja, ist auch egal. Mit 23 bin ich auch zufrieden. Und zurück nach Hause. Home sweet home. Wie die Engländer auch so sagen, zu sagen pflegen.
Ich bin zu blöd zum Springen. Ich glaube, ich sollte hier die komplette Reihe hier aus Seerosenblätter bauen. So hier zwischen den Dingern auch nur Seerosenblättern, das meine ich damit. Okay, dann hier Holz, hoffentlich. Ja, das reicht genau. Sehr schön. Und der Baum ist noch größer geworden. Das ist der größte Sumpfbaum, den ich je bis je gesehen habe. Gehen wir mal in Haus Nummer 2. Schließen dort die Tür. Gehen nach oben. Und platzieren. Ja, ich glaube, wir haben viel zu viel Fichten. Oder ich sag mal. Nadelbaum Holz gesammelt. Okay. Ich glaube, oben müssen wir dann ein Laminat setzen, so half Steps oder so. Denn es sieht ja auch nicht so schön aus, wenn hier überall verschiedene Holzdinger sind. Ja, ich glaube, das mache ich sogar noch in diesem Part und dann beende ich diesen Part langsam auch. Oder wir sagen mir, diese Aufnahme ist Session. Gut, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wie sieht es von unten aus? Ah! Ja, sieht zwar nicht gerade super schön aus, aber kann man so lassen, glaube ich. Oder ich weiß nicht. Sollen wir es vielleicht auch wieder aus Steine bauen? Ich tue mal eine Nacht darüber schlafen. Vielleicht fällt es mir jetzt am nächsten Morgen ein. Wir sind immer überpünktlich mit dem Schlafen. Jetzt aber. Ah, doch nicht. Jetzt aber. Ja, wieso Gitter? Ja, ich glaube, das muss ich echt wegmachen. Ich glaube, das mache ich gleich weg. Aber dann reichen die Stone Bricks nicht. Da müssen wir wieder brennen lassen, oder? Haben wir was gebrannt? Ja, ein bisschen Glas haben wir gebrannt, ja, aber. Ich tue das hier rein. Nein, das wird nicht gebrannt. Aus. Das hier wird gebrannt. So, und hier noch. Okay. Dann nehmen wir einfach mal diese Fichtenbretter und machen daraus Holzstufen. Das sind dann wieder normalfarbige. In einem zukünftigen Update in 1.3 wird es so sein, dass es hier auch andersfarbige Holzdinger gibt. So. Und jetzt machen wir es so. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Wobei. Fällt da gerade was ein? Haben wir unsere Spitzhacke? Yep. Wir können es aber nicht reinsetzen. Schade. Jetzt. So. Wir können ja auch noch machen, dass es hier nur von Half Steps ist. Das würde auch gehen, eigentlich. Ja, das kommt weg. Dam, 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 dam. So, dann bauen wir das hier ab. Dam, 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 dam. Verdammt, das reicht nicht. Ich hätte gedacht, das reicht locker. Na gut. Und wir haben ja nur dieses kleine Ding da hier gebaut, okay. Da habe ich es echt untertrieben mit dem Ding, mit dem Half-Step, Half-Step, Half-Step. Da kommen wir hier, bauen wir mal ein paar Fackeln hin. Haben wir Fackeln dabei hier. Dass hier nichts spawnen kann oder so. Irgend so was Böses. Mit dieser Schatten da ist, der macht mich nervös. So, wir können hier einen Gravierweg hier auch hinbauen, das wäre auch gar nicht so. Falsch, ich glaube, das werde ich da noch machen. Und hier habe ich versehentlich eine Fackel gerade platziert. Ist weg damit. Dim, 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 dim. Nehmen wir mal die Dschungelbretter, ist ja egal. 1, 2, 3. Okay.
Zack und zack. So. Okay, dann bauen wir in den nächsten Parts das Ding fertig, diesen Stockwerk von mit diesen Dingern da, mit diesen Bricks. Und brechen uns erstmal die Knochen. Aua! Aua. Also ich baue jetzt noch dieses Ding hier ab und dann beende ich diesen Part bzw. Aufnahmesession. Ah, die Musik ist cool. Die Musik ist cool, die gefällt mir. Eine meiner Lieblingsmusik in dieser Playlist. Hört sich so weihnachtlich an, finde ich. Also jetzt gerade nicht, aber später. So, sammeln wir sie mal schnell ein. Ich glaube, bis die Musik aus ist, mache ich noch was. Verdammt, unser Inventar ist schon wieder voll. Äpfel! Ja, ich habe ja gesagt, wir bauen hier einen Kiesweg hin und wir haben Kies dabei. Also. Verdammt. Sorry, Glas. So, das ist der Weg, Beta 1.0. Oder wollen wir hier vielleicht Glas hinbauen? Hm, ich weiß nicht, wie sieht denn das dann aus? Und ein normales Pflasterstein, wie sieht das aus? Ich weiß nicht, ich probiere jetzt einfach mal. Ja, stell dir mal vor, das wäre jetzt alles mit diesen Steinen überdeckt. Naja, das würde zu diesem Rand nicht passen. Ich baue es mal wieder ab. So, jetzt müssen unsere Pflastersteine gebrannt sein, glaube ich. Noch, überhaupt noch nicht fertig. Na gut, 30 haben wir ja, die müssen schon reichen. Einen einzigen. Oh, einen einzigen für ein neues. So, jetzt auch hier. 1, 2, 3, 4 neue Ziegelsteine, die gehören mir. Da. Ja, ich bin gespannt, ob sie reichen. Ja, die reichen. Die reichen. Sehr schön. So, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir können ihn ja noch ein bisschen verschönern mit Zäunen. Wir haben ja welche dabei. Sehr schön, wir haben welche dabei. Cool. So, ich probiere jetzt mal wieder ein bisschen, ne? Ich weiß nicht. Na, ich schaue jetzt mal. So. Ja, in der Mitte vielleicht noch. So. Ja, ich lasse es einfach mal. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht oder scheiße. Das müsst ihr wissen. Ich persönlich finde es so, naja, kann man so lassen. Ich habe es halt nur so hingebaut, also dass es nicht so einseitig aussieht, sondern es soll auch ein bisschen Akzente gesetzt werden in diesem Haus. So, im nächsten Part bauen wir den ersten Stock oder beziehungsweise Aufnahmesession. Bauen wir ein neues Stockwerk. Und ja, wir können vielleicht auch ein zweites Stockwerk hier in der Mitte bauen. So über diesen ersten Stock. Und dann hier so mit einem Dach verbinden und da oben so ein Spitzdach bauen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Das wäre auch ein größeres Haus, als ich geplant hatte. Na ja, gut, dann gehe ich mal schnell aus rein und dann sage ich bis zum nächsten Part, Leute. Servus, beziehungsweise nächste Aufnahme Session. Servus, Leute.